Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer war es, glaube ich. Ich bin gerade nicht sicher, wo wir hin müssen. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Das ist unsere Mission und zwar auch die letzte von diesem Gebiet. Ich habe es einige Tage tatsächlich nicht mehr gespielt. Und mit einigen Tagen war ich tatsächlich irgendwie 2 Wochen oder sowas. Die erste Woche war ich im Urlaub und die zweite Woche war dann so warm, dass ich den PC nicht anmachen wollte. Und ja. Ich muss noch hochladen ein paar. Hallo. Okay, gehen wir erstmal hier zur Seite. So, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg dafür ist, das so zu machen. Aber es funktioniert echt ganz gut. Au. Ja, mach doch. Ja, und jetzt? Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was hier mein Ziel ist. Okay, das anscheinend nicht. Also ich kann hier ran, das verstehe ich. Jetzt bin ich hier vorne. Achso, ich soll hier einfach. Ah, okay, ich soll hier einfach ran. Au. Okay. Muss ich das jetzt einfach nochmal machen? Einfach dreimal pro Ding? Das wirkt so. Aua. Warum auch immer ich da nicht ranhängen konnte gerade. Okay, und was mache ich damit jetzt? Okay, das funktioniert nicht, wenn ich das in der Hand halte. Was soll ich, wenn ich hier rangehe? Dann haut der mich da wieder runter. Aha. Dann erstmal den anderen kaputt haben, würde ich sagen. Und den 1000 oben kriege ich irgendwie nicht. Also irgendwie finde ich die Mission ziemlich komisch gemacht. Okay, dass das nicht geklappt hat, auch wieder ein bisschen verwunderlich, muss ich sagen. Sonst ging es immer, jetzt auf einmal nicht. Man muss das Spiel wissen. Kannst du nicht machen? Danke. Jetzt kann ich. Okay, gut. Ah, okay. Und jetzt kann ich hier rein und den verkloppen, ne? Oder auch nicht? Okay, ich kann ihn schlagen. Okay, was zur Hölle passiert hier? Glückwünsche. Du hast vollendet. Königreiches Teil Schädel Teil 1. Okay. Das war eine komische Mission, muss ich sagen. Okay, ich dachte, da passiert immer so der Tanz anscheinend nur. Ja, okay, das können wir jetzt sparen. Das interessiert mich gar nicht. 8% haben wir jetzt. Ist nicht so viel, muss ich sagen. Und wir gucken mal weiter. Ja, komm, Telltale Games brauchen wir auch nicht gucken. Jetzt haben wir nämlich das nächste freigeschaltet. Also. Teil 2. Ja, ich würde sagen, machen wir erstmal dann weiter. Dann kannst du jetzt mal die Schätze starten. Ich hatte aber direkt eine Mission machen. Bin ich mir aber nicht sicher. Guck mal, wo wir hinfliegen. Sieht bisher erstmal nach Südamerika aus. Und genau, wenn wir dann die erste Mission gemacht haben, dann können wir uns das Level noch ein bisschen angucken. Wenn wir noch Zeit dafür haben. Der Zug ist cool. Okay, wir sind nicht in der Mission drin.
Oder? Nö, wir sind einfach hier random. Gott, ist das laut, ey. Spiel. Was müssen wir hier zerstören? Hier gibt es aber schon wieder andere Sachen zu zerstören. Also nicht Kakteen, Blumentöpfe und Hydranten, sondern irgendein anderer Quatsch. Jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass das irgendwie so eine Apfelkiste ist, weil die sieht man relativ gut. Okay, was macht hier diese Geräusche? Kann ich das hier beenden? Was kostest du? Ja, ich kaufe mir den Bus einfach, warum nicht? Okay, hierfür brauchen wir das Motorrad, das ist hier vorne. Ich finde auch gut, wenn ich die Kamera nach hier mache, ist es leiser. Dann kommen wir her. Okay, und hier sind dann auch wieder. Okay, da ich vielleicht mal ein bisschen mehr Gas geben sollen. Und vielleicht auch allgemein mal treffen sollen. Muss ich dafür eine Rampe bauen? Oder was ist der Plan hier? Also hier brauchen wir wieder einfach einen Bösewicht, ne? Kann man den Sound hier irgendwie umstellen? Also irgendwie ist das komplett Müll hier. Lautstärke kann ich noch einmal, Effekteinstellungen. Das sind einfach nur Grafikeffekte, ne? Videoeffekte wird es ja auch nicht sein. Ne, das ist alles so wie sein soll. Ja, und Controller ist ja Controller. Also der ist hier richtig schlecht gemacht mit dem Sounds. Okay, wahrscheinlich kann ich da jetzt auch mit dem Motorrad durchfahren. Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was ich überhaupt tun soll, so richtig. Ja, Wenden funktioniert natürlich super. Also richtig super. Okay. Also es ist aber machbar auf jeden Fall. Die Steuerung ist halt auch nur wirklich Müll. Wenn nicht mal den kriege, ja, ich muss die Runde sowieso noch machen. Warum ist Motorrad kaputt? Okay, also mit der Rampe würde ich vormachen sollen. Da hätte ich das Problem nicht gehabt. Okay, schon wieder 1000 bekommen. Okay, der ist einfach gespawnt. Moin. Oh. Patient. Okay. Okay, eine Kiste. Okay, wir müssen graue Kiste schon für die blauen Steine, verstehe ich. Und rote Spinnen kaputt machen für die roten Steine. Ja, klappt nicht. Dann lasse ich den Kaum einfach liegen. Was mit dir? Kann ich was mit dir noch machen? Nö. Hier kann ich Sachen machen. Bringt nur irgendwie nicht so viel, muss ich sagen. Was mit dir? Okay, der Vogel ist anscheinend egal. Dich kann ich nicht kaufen oder benutzen, weil das dahin noch zu ist. Wir haben den Bus, mit dem könnten wir gleich durch das Tor. Okay, das war noch eine rote Spinne. Okay. Da können wir noch hin. Obwohl, jetzt können wir auch vorher noch nicht. Ich dachte gerade, wir müssen da rüber springen, aber nö. Okay, wir sollen wahrscheinlich den Weg da folgen. Ja, man kann ja einfach ja, hier reinlaufen. Ich dachte, das ist einfach ein Rampe für Motorrad oder sowas. Aber nö. Also das hier können wir auch ohne Frau machen. Ich frage mich gerade, warum wir das überhaupt machen sollten. Also, ich meine, hier hochkommen, klar, aber was habe ich dann, wenn ich da runterfahre? Okay, dann müssen wir noch Pflanzen kaputt machen. Diese, ja. Für mich sind das Unterwasserpflanzen immer, diese Dinger. Diese Vögel, warum? Was haben die, was hast du damit auf sich? Lass den dann noch in Ruhe. So, gehen wir erstmal weiter. So, und wer bist du? Ach, du bist unser Patient wahrscheinlich, oder?
Okay, da sollen wir rein. Genau, die anderen Level, die es ja auch schon im ersten Teil gab, sind ähnlich aufgebaut wie das hier. Also, halt auch mit so einer Overworld, mit so einem neuen. Das ist doof, aber ist noch immer wieder Geld zum Sammeln. Also erstmal können wir gleich die Peitsche rauschen, weil man mit der einfach so viel Sachen kaputt machen kann. So. Minikits müssen wir zum Glück nicht finden, die sind ja jetzt in der Overworld. Was kann ich hier alles tun? Ich denke, dass wir die Sachen kaputt tun, weil die vorher auf jeden Fall nicht hier standen. Weil eigentlich war nur das hier im Hintergrund. Wir können hier einen Rollstuhl bauen. Ich möchte eigentlich... Okay, ich nehme das erstmal so hin. Okay, die kann ich wieder zerstören. Smart. Warum brauche ich überhaupt dann auf dafür? Ich habe halt irgendwie erwartet, dass man sich in die Mitte daran hängt und nicht da so an den einzelnen Flügel. Aber gut. Was machst du? Noch nichts erstmal. Wahrscheinlich müssen wir das hier erstmal wie reparieren, damit es weitergeht. Wer weiß das schon? Okay, hier kann ich jetzt ran. Dadurch geht das auf. Ah, okay. Klar, dann kann ich die hier nehmen, da drunter schieben, dass wir da durch können. Und ihr wollt euch alle prügeln oder was? Wollt ihr mich gerade anlocken? Geh mal weg, Freund. Dummkopf. Was mache ich jetzt damit? Achso, okay, das war schon einfach nur, dass ich mir das da holen kann. Also, wenn ich schneller gewesen wäre, würde ich auch sagen, hätte ich auch so bekommen, aber das weiß ich schon. Aber erstmal alles kaputt hauen, das ist das Wichtigste hier. Denn wir wollen ja unser Abenteurer fertig haben, oder wahre Abenteurer. Wie ist es jetzt da, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Aber die Sounds im Spiel sind so schrecklich, ey. Warum machen die sowas, die Entwickler? So, dann einmal hier ran. Oder kann ich mit der Flasche im vorigen Bereich irgendwas machen? Mir fällt jetzt spontan aber nichts ein dafür. Und das ist auch echt blöd, weil ich halt nicht weiß, wann ich an diese Dinger ran kann. Und ich muss halt Glück haben, dass es gerade weiß ist, weil rot, dann, ja. Hört es einfach auf. Ja, es ist zu weit weg, schade. Hat ja fast geklappt. Also können wir hier mal irgendwas machen? Es sieht erstmal nicht so aus. Was natürlich ein wenig schade wäre. Na, Dummkopf. Dann wuselt. Und dann hier mal rein. Das einmal aufdrehen. Und die Peitsche wieder raus. Oh, doch nicht. Okay, das fährt runter. Das ist gut, glaube ich. Okay, wenn er draufsteht, fährt das wieder hoch. Das ist schlecht. Weil er erst da draufsteht. Und er wächst ja nicht weg.
Okay. Ah, ein 10er sogar. Ehre. Ich wollte gerade sagen, 1000 wäre da auch cool gewesen. Okay, hier war ein 10er. Das ist natürlich noch besser. Hier kann ich wahrscheinlich springen, weil es ein Bett ist. Genau. Okay. Dann kann ich hier Sachen ranbauen. Gib den 10er, also den kleinen 10er. Okay. Da habe ich so einen Quatsch gemacht. Vermutlich muss ich zwei Sachen machen, oder? Wahre Abenteuer, perfekt. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei verschiedene. Oder zwei Teile. Genau, da müssen wir dann auch die Kiste da links oben runterholen und dann haben wir auch das Rätsel geschafft. Das ist anscheinend irgendeine Karte von diesem Ort hier. Die Sounds sind so schrecklich in diesem Level. Ja, Freunde, jetzt geh doch darauf. Das ist irgendwie komisch gemacht, dass er einfach da drauf stehen geblieben ist. Vorher. Aber dann jetzt nicht raufgelaufen ist, wie sonst in den Lego-Spielen. Wo die NPCs ja versucht zu helfen. Und der ist so, auch Quatsch, das schaffst du schon alleine. Ja, danke für den nächsten schrecklichen Sound. Danke, Spiel. Ich wollte das Geld noch haben, was da lag. Okay, das war's mit dem Level. Ich kann jetzt aber erstmal nicht mehr zurück. Finde ich ein bisschen schade. Obwohl doch, ich kann da jetzt den Weg machen. Da habe ich natürlich gesehen, dass hier die Spinne war. Ich habe mir einfach nur so alles kaputt geprügelt. Einfach die Peitsche raus. Weil mit der geht es einfach so viel schneller, weil alles kaputt zu prügeln. Oder kann ich hier überhaupt hin? Genau, hier kann ich hin. Genau, das habe ich mir gerade gedacht. Dann passt das ja. So, hallo Herr Spinner. Hier ist ein Tempel anscheinend schon. So, dann da ran. Eine Schaufel, nice. Können wir im anderen Gebiet brauchen. Ich weiß nicht, ob wir hier gerade eine Schaufel brauchen. Also wahrscheinlich schon. Okay, da war noch diese Blume, wusste ich natürlich. War nicht nur Zufall, dass ich die da geholt habe. Hier geht's noch rein. Ich denke mal, da werde ich die Schaufel brauchen. Was mit dir eigentlich? Erstmal nichts, okay. Gib mal, du Frosch. So. Okay, da sollen wir hin. Das heißt, ich mache das erstmal nicht. Ich nehme mich so ein bisschen an den... Also hier so das unten an das erste Level. Vom ersten Spiel. Aber, ja. Könnte theoretisch alles sein. So, gibt es hier noch was zu tun für mich? Ich kann die Käfer noch zerstören, gut zu wissen. Mit dir kann ich auch nichts machen, denke ich. Okay, hiermit kann ich auch zurücklaufen, das ist ganz gut. Also ich hätte auch über die Rampe gehen können. Aber so kann ich hier nochmal hingehen. Wenn ich sowieso schon gerade da in der Ecke war. Und erstmal alles kaputt hauen. Außer das anscheinend. Und das. Okay, der ging wenigstens mal. Ich wollte sagen, und den auch nicht. Und den können wir noch kaputt hauen. Wird kleines Geld. Hier ist auch erstmal nichts für mich. Schade. Ich weiß nicht, was ich von dieser Overworld halten soll, also allgemein von den Overworlds. Das Prinzip ist eigentlich ganz lustig, aber ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, dass die Level so manchmal so ultra kurz und manchmal halt schon relativ lange sind. Genau, ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns dann mal an, was hinter dieser Brücke liegt.
Und dann werden wir auch relativ zeitnah weitermachen mit dem mit der Story, weil ich denke mal, hier gibt es nichts so viel zu tun. Aber ich sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.